Willkommen in Tosus, meine Freunde. Wir sind winzig, ihr seid fein. Wir sind Klitze, ihr seid klein. Okay. Aber mal ohne Scheiß, wie soll man das denn finden? Ja, bei den Bäumen, wenn er Wald sagt, da ist ja auch nur so ein Stückchen Wald. Oder was? Das ist ja alles voll. Wie winzig wir sind, als wären wir in der Kochwäsche gewesen. Waffen werden uns jetzt nichts mehr nützen. Jetzt heißt es Zauber, Zauber, Zauber. Eine scheinbar unüberwindliche Aufgabe lässt sich vielleicht auch durch einen Berufswechsel bewältigen. Okay. Ja, also man kann es finden, ja. Es ist ein kleines Dorf, man kann es finden. Aber irgendeine Art und Weise, wie man da was hat, außer dass man halt random suchen muss, wäre cool gewesen. Okay, jetzt können wir alles an Magie kaufen. Wahrscheinlich, weil wir als kleine, wie die ja schon gesagt haben, zaubern sollen. Eckhandpilt. Mit der Original NES-Grafik, ja, das wäre schon. Wichtelbrot ruft eine detaillierte Karte auf. Hä? Jetzt sag mir nicht, man hätte das da gerade benutzen können. Fragen wir mal den Mogri. Willkommen im Mognet-Kubo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Aus Ur. Ein reisender Händler kam vor kurzem nach Ur. Er ritt auf einem Chocobo. Das sind wahrhaft tolle Reittiere. Ja, cool. Was wollen wir jetzt im Wichteldorf? Feuerstab. Eura. Mithrilarmschienen. Angriff 20 mit dem Zauber Feuer belegt. Was heißt das? Doppelwaffen einfach. Ja. Vitra, oh mein Gott. Stufe 3, oh mein Gott, wir können schon Stufe 3. Ja, Refia muss jetzt... Aha, vielleicht machen wir sie doch zu einer Weißmagierin statt einer Rotmagierin. Aber dann haben wir halt zwei, die nur zaubern können. Ja, müssen wir jetzt erstmal durch. Oh, brauche Antidot, kein Placebo. Oder ich hau dir eine. Okay, Antidot. Haben wir. Ihr habt mich gerettet. Das soll mir eine Lehre sein. Waldbären esse ich jetzt nicht mehr. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ich werde euch in mein tollstes Geheimnis einweihen. Warum haben die alle Geheimgänge? Geht die Treppe am Ende dieses Gangs herunter. Ihr kommt auf den Weg zum Miralka-Becken. Okay. Er ist keine Waldbären mehr. Ich glaube, die Waldbären, die atmen ihn einfach weg. Okay, wir müssen jetzt in den anderen Häusern und so nochmal gucken, weil, oh mein Gott, Feura und Vitra ist halt hart geil. Der Stein kann nichts. Was wäre jetzt gewesen, wenn wir da kein Antidot gehabt hätten? Hätte er uns dann nicht gemocht? Oder hätten wir dann nochmal zurückgehen müssen irgendwie? Weil man muss ja auch irgendwie an die Sachen rankommen.
Na gut. Scheint sehr viel Stuff in dem einen Gebäude gewesen zu sein, einfach. Aber in dem Innen waren wir nicht, ne? Ah, okay, da hätte man Antidot kaufen können. So. Das war sein Haus, ne? Okay, zur Not hätte man Antidot kaufen können. Man hätte ja auch nochmal rausgehen können. Draußen ist das Heal-Ding. Also, es hätte Möglichkeiten gegeben, an alles dran zu kommen. Phönixfeder, sehr freundlich. Noch eine Phönixfeder, sehr, sehr freundlich. Ich habe gerade ein bisschen Angst, ob das Sinn macht, alle lieber zu per Riesenschädel. Ist halt die Frage, wenn jetzt hier Encounter kommen, wie krass am Arsch sind wir einfach, weil ich die Berufe nicht wechseln will. Aber hier können wir uns vielleicht einmal schnell alle entwichten. So, da ist eine Höhle. Okay, da ist nur die Höhle. Nein, nö. Wir gehen nochmal ganz schnell aus der Wikingerhöhle wieder raus. Wie wir gelernt haben auf die harte Tour, müssen wir speichern. Ich glaube, du bist gemeint. Ich kann nicht gemeint sein mit lustig. Okay, hier dürfen wir jetzt wieder... Okay. Du liegst auf einem Bett. Du willst bestimmt auch was haben. Er will lieber träumen vom Segeln. Ja, wir sind die Wikinger. Die Könige der Meere. Ho, ho. Und eine Buddel mit... Naja, das waren wir zumindest einmal. Das Erdbeben hat den Seedrachen aufgeweckt. Er hat alle unsere Schiffe versenkt. Bis auf die Enterprise. Aber wir können doch mit einem einzigen Schiff keinen Seedrachen erlegen. Aber ich könnte das vielleicht. Das zu finden? Nein. Zoom ist komisch. Den Häuptling trifft keine Schuld. Niemand kann uns gegen den Seedrachen helfen. Was soll ich denn sonst machen? Ein Wikinger ohne Schiff ist wie ein Fisch ohne Wasser. Hm, stimmt. Der Nepto-Tempel befindet sich an der Spitze des Kaps. Opa weiß alles darüber, wenn ihr euch dafür interessiert. Opa mal wieder, ne? Yo. Können wir das Schwert haben? Nee. Jetzt sag mir nicht, der hat auch wieder Schwarzmagie für uns. Krass. Feuer, Eis, Schlaf. Haben wir. Machen wir sogar zweimal. Eine Übernachtung kostet 40 Gil. Ne, wir haben ja noch keine Lebenspunkte verloren. Also wir haben einen MP. Oh, Jungfernkuss. Brauchen wir ein paar Augentropfen. Ein paar Antitod brauchen wir auch nochmal. Goldnadeln haben wir. Jungfern kaufen wir uns auch nochmal ein paar. Sieht so aus, als wenn man hier gefroscht werden könnte. Wie süß die Fässer dann aussehen. Oh, ist das hinterhältig. Ich verstecke mich nicht, ehrlich, ich warte auf Opa. Wikinger-Axt, nice. 3000 Gil. Ja, wir rauben die einfach mal aus, würde ich sagen. Aber was wäre denn in der anderen Richtung gewesen? Wikinger-Axt kann bestimmt nur er tragen, oder? 33 Angriff. Mithril-Armschienen haben wir noch gefunden, okay. Ja, cool. Falls ihr es nicht wisst, der Nepto-Drache hat früher im Nepto-Tempel im Norden geschlafen. Bis zu dem Erdbeben natürlich. Das muss ihn dann wohl wachgerüttelt haben, denn jetzt will er uns den Hintern versohlen. Nichts passiert.
Okay, das Wasser hier schmeckt also überall nicht. Aber wir haben jetzt eine Axt auf unserem Tank. Das ist schon mal nicht, gar nicht schlecht. Hier ist halt auch noch mal was. Oh mein Gott, das... Blitzra. Nochmal Feuerer. Und Eis noch. Blitzra und lernen Eisra. Fehlt halt quasi nur noch ein Stufe 2 Zauber. Damit er full stacked ist. Alter Vater. Mognet, ist nichts Neues. Okay. Das sieht so geil aus, wie hier auf dem Tisch das Ding in sich auch so ein bisschen verschiebt, dass man sieht, dass das eigentlich platt und so 45 Grad gekippt ist, so. Geht bloß auf kein Schiff, Jungs. Wenn euch euer Leben lieb ist. Ein Seedrache greift alles an, was sich dem Kap nähert. Das muss der Neptodrache sein, die mächtige Schlange, die für die der Neptotempel errichtet wurde. Sieht sehr realistisch aus, sehe ich nämlich genauso. Oh, er weiß was. Ja, ich habe hier die Aufsicht. Es ist ja nicht mehr viel zu beaufsichtigen, seit dieser Seedrache aufgetaucht ist und fast alle Schiffe zerstört hat. Ihr seht mir wie tüchtige Abenteurer aus. Wenn ihr den Drachen besiegt, dann gehört euch unser bestes Schiff, die Enterprise. Wirklich? Versprochen? Wikinger-Ehrenwort, wenn ihr es schafft, heil zurückzukommen. Warum sind es in japanischen Spielen immer Wikinger? Die Enterprise ist ein tolles Schiff, aber niemand will an Bord gehen, solange der Seedrache in den nahen Gewässern sein Unwesen treibt. Ich muss der Captain der Enterprise werden, auf jeden Fall. Da ist sie. Kann ich da jetzt einfach drauf? Nein, okay, wir dürfen noch nicht auf die Enterprise. Da scheint unser nächster Dungeon zu sein. Jetzt stellt sich die Frage, wollen wir Refia doch lieber zur Weißmagierin machen, damit sie mehr MP hat und besser heilen kann? Eigentlich schon, ne? Bleiben wir lieber erstmal bei den klassischen Klassen. Sieht auch cool aus. Rüsten. Ach, sie kann tatsächlich... Das ist natürlich kritisch. Mit 2 Abwehr und 3 Angriff können wir sie halt nicht laufen lassen. Nee, das klappt nicht. Also Weißmagier hin und hin oder her, aber wenn sie nichts ausgerüstet haben kann von dem, was wir so haben. Die wird ja von allem gewone-shottet, was sich bewegt. Sie kann eigentlich 2 Mithril-Schwerter nehmen, ist sogar stärker. Neptotempel. Da fehlt was. Eine Statue des Neptodrachen? Hä, da fehlt ein Auge. Das Loch scheint weiterzugehen. Wir könnten uns wahrscheinlich mit dem Wicht durchzwängen. Ja, aber dann kann ich doch niemanden mehr entwichten. Boah, bitte nicht. Aber wenn ich sie jetzt... Wir gucken einmal ganz kurz. Wenn wir jetzt sagen... Wir weißmagiern sie. Behält sie ihre MP. Fuck. Und sie hat halt sowieso nicht genug für Wicht. Oh. Sie kann auch den Mithril-Stab nicht ausrüsten. Die Mithril-Route. Sondern nur den Stab. Und sie kann halt nur die Armschiene ausrüsten, ne?
Schwierig. Ja, dann müssen wir immer zurück zum Dorf. Ach nee, im Wikinger-Versteck war... konnte man ja auch übernachten, meine ich. Hier einfach schlafen? Nein, schade. Müssen wir einmal gucken, wie viel Mana sie als... als Weißmagier für Level 2 hat, weil sie muss uns ja wichten und entwichten können. Ansonsten haben wir ein dezentes Problem. Das nur, weil ich einen Rotmagier haben wollte. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, 13, 2 und 1. Reicht gerade so. Schwierig, schwierig, schwierig. Wird sich jinxen, aber hier zwischen greift auch gerade die ganze Zeit nichts an, ne? Ein Hinterhalt auch noch. Wird meine Gruppe jetzt geone-shottet? Er kann halt so viel Magie jetzt, ne? Wenn sie halt, also... Schwierig und er kann halt wahrscheinlich gar keinen Damage machen. Aber dann laufen wir direkt weg. Ich meine, für sie macht es als Wicht natürlich kaum einen Unterschied. Ja, links oder rechts? Nehmen wir mal das linke. Lässt es das jetzt überhaupt zu? Nee, lässt es nicht zu. Okay. Ja, cool. Panzerhelm. Und Panzerrüstung, okay. Bei 6 kann wahrscheinlich auch niemand anderes ausrüsten gerade, ne? Kann man das hier vielleicht sehen? Nee. Wir können hier immer gucken, wenn, dann könnte er... Oh, er kann das auch. Hm, wir machen aber... Die kann ja, also die beiden können ja bestimmt nicht den Panzer haben. Nee, okay. Wollte schon sagen. Wir machen ihn einfach krasser. Panzerhelm, Panzerrüstung. Wikinger-Axt hat er auch bekommen. Der Tankmaster 3000. So, wir versuchen wegzukommen. Sollten wir nicht wegkommen, versuchen wir natürlich mit Magie uns durchzuschlagen und gucken, ob bei ihm Ausfall was macht. Der Schaden ist da, aber ich kann halt nicht riskieren, nur einmal von denen angegriffen zu werden. Schwierig, höchst schwierig. Was heißt dieses nach unten Dingen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das nicht die Klasse, die sie benutzen will? Im Angriffsvorteil.
Run, you fools. Okay, hier ist auch eine Kiste. Blitzklinge. Er kann halt ein Mithril-Schild tragen. Verteilt Blitzschaden. Oh mein Gott. Können wir ihn jetzt nicht mehr als Dieb lassen, weil das einfach... Ich will doch eigentlich den Dieb haben. Ja, komm, was soll's. Er ist ja sowieso tanky eigentlich. Gerade ist er natürlich weich wie Butter. Aber da könnte man natürlich auch alle zu Zauberern machen. Weil die ja sowieso null Verteidigung haben und so weiter und so weiter. Oder einen Angriff, eine Verteidigung haben nur. Er zaubert halt Blitzra. Wir beschleunigen das mal. Wenn die jetzt alle sterben, wäre natürlich super. So hilft uns das nicht viel weiter. Zweimal Flucht fehlgeschlagen, bevor sie funktioniert hat. Okay, da muss man wirklich gegen die Ratte kämpfen. Ja, dann... Ist das jetzt der Kampf? Ja, das sind ja Ratten, ne? Ah, cool. Ja, alle. Sie darf einmal eine Gruppenheilung. Ja, wir haben einmal Licht. ...95 Schaden. Das ist halt so viel. Bitte sei was Gutes. Hm. Alter, und immer Gift. Was ist denn los mit euch? Mann, Mann, Mann. Da muss man aber wirklich ausholen. Aber auch so viel Erfahrung dafür. Oh, das war noch nicht der Kampf gegen die Ratte. Einmal Antitod. Oh, und dafür habe ich seinen Stufe 3 Magiepunkt verkackt. Damn. Beak, wer seid ihr? Ihr nicht, kriegt Funkeldings. Squeak. Jetzt kommt der Fight. Damn. Versuchen es trotzdem einmal mit Stehlen. Ich würde halt gerne Wicht nochmal bereithalten. Das wäre lustig gewesen. Okay, ich dachte eigentlich, dass sie als letztes heilt, aber ist okay. Es greift zweimal an. Klar. Alto Belli. Das ist ja unangenehm. Ja, muss jetzt. Gucken wir mal, ob Ausfall irgendwas macht bei seinen Waffen jetzt.
Die dreckige Ratte, ey. Das ist halt so viel Schaden, what? Er kann halt keinen Schaden machen. Die können jetzt beide keinen Schaden mehr machen. Und sie kann halt auch keinen Schaden mehr machen, ne? Probieren einfach nochmal. Potion erhalten. Ein! Ich weiß nicht, ob das... Ja, als ob. Im besten Fall ist sie natürlich nicht als erstes dran, ist sie aber doch. Das wäre nämlich hochgradig praktisch gewesen. Wenn wir ihn vorher hätten wiederbeleben können, aber so. Nee, nicht Reiß aus. Das ist schon hart. Er kann halt auch gar nichts tun. Ja, ansonsten, wenn uns das Ding killt, dann bleibt uns hier nichts anderes übrig als Full Mage. Man kann sich ja auch nicht wieder zurückwichteln lassen, ist ja die Sache. Man kann sich ja zu dem Kampf nicht zurückwichteln. Man muss wirklich einen Kampf nehmen, bei dem man null Defense hat und geone-shottet werden kann die ganze Zeit. Das finde ich ein bisschen sehr hart. Aber Spiele von früher sind halt nun mal eine andere Hausnummer. Aber ich hätte auch einfach aufs Spiel hören können, die ganzen Schwarzmagie-Sachen kaufen können. Ah, und komplett nur Schwarzmagier spielen können. Dann hätten ja jetzt alle angreifen können, wenn ich nur Schwarzmagier gehabt hätte. Aber auch in den Kämpfen davor muss ich dann halt die ganze Zeit wegrennen, ne? Das ist ja also... Man stelle sich vor, ich komme halt bei der Ratte an. Und hab keine Magiepunkte mehr. Einfach weil ich vorher gekämpft habe. So, da könnt ihr jetzt zum Beispiel einfach unsere Heilerin one-shotten und dann haben wir ein Problem. Ah, Schwein gehabt. Erfahrungspunkte. Bei allen Gegnern, die wir davor hatten, haben wir jetzt 5 oder 10 gekriegt. Heftig. Neptoauge erhalten. Jetzt müssen wir in dem Zustand da rauskommen. Ah, okay, es wurden alle nach dem Kampf voll geheilt. Lass mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Ich will da doch nur raus. Flucht fehlgeschlagen. Nom, halbes Leben weg. Fehlgeschlagen, nom, halbes Leben weg. Also. Nee, Level Up gibt normalerweise keine Heilung.
Also das ist aber nicht gut gebalancedes Areal, weil einfach zu sagen, du musst jetzt einen Debuff nehmen, damit alle deine Charaktere useless sind, finde ich nicht okay. Da gibt's halt andere Sachen, die das Kämpfen interessant machen können, als zu sagen, wir machen jetzt alle deine Charaktere so schlecht wie möglich und du kannst nur noch weglaufen. Story Trumps Rules? Was meinst du damit? Ich hab Darkness Rising nie gesehen. Oder wenn, dann ist es schon 100 Jahre her. Schade, das Wasser kann auch nicht heilen. Ich bin jetzt auch gezwungen, mir den einen MP die ganze Zeit zurückzuhalten, damit ich mich gleich wieder groß verwandeln kann. Das macht halt keinen Sinn in einem System, wo Magiepunkte so wertvoll sind, zu sagen, okay, jetzt müssen halt alle zaubern. Alles andere ist nutzlos. Wenn es halt so wäre, dass ich zu dem Zeitpunkt schon entsprechend viele Magiepunkte habe oder ein, keine Ahnung, standardmäßig einen Zauberer hätte haben müssen. Aber hey, ihr habt euch bewährt, Krieger des Lichts. Ich bin der Neptodrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mein fehlendes Auge zurückbrachtet, möchte ich euch danken. Dieses Auge ist kein einfaches Juwel, es ist meine Seele. Ohne es kann meine physische Form der Drache nicht kontrolliert werden. Jetzt, da ich wieder eins bin, werde ich in Frieden ruhen und über dieses Wasser wachen. Doch hat das Wasser selbst sein Licht verloren. Etwas ließ die Erde beben und das Licht wurde in die Tiefe des Nichts gezogen. Krieger des Lichts, ich werde euch den Zahn des Wassers überreichen. Er wird euch die Kraft spenden, neue Herausforderungen zu bewältigen. Nun geht und stellt das Licht der Welt wieder her. Okay. Zahn des Wassers erhalten. Der Neptodrache fällt in einen tiefen Schlummer. Okay.